Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm Frontier Pass als Simon Bolivar aus Großkolumbien. Wir haben schon die hier befriedet. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Ist auch egal. Du gehst dann mal hier hin, wollte ich mit dir wieder raufgehen. Ich glaube, ich werde das noch kurz hier erforschen. Baue ich gerade nur noch einen Ritter? Ich glaube, oder? Nein? Ja? Vielleicht? Maybe? Ah, ein Streitwagen. Okay, reicht auch. Für Städte einnehmen geht sie das aus. Ja, ich glaube, wir chillen jetzt noch die drei Runden hier. Wir sollten dann auch auf... Oder haben wir das schon? Berufsarmee wechseln, beziehungsweise nicht wegwechseln davon. Ja, die Straße finde ich eigentlich eine interessante Idee. Solange nicht gleich wieder... geplündert wird. Wahrscheinlich ist die andere Richtung ein bisschen besser. Da ist überhaupt unser Straßennetz noch nicht so wahnsinnig gut. Da habe ich schon eine Straße, oder? Da ist noch keine Straße? You kidding me? Oder ist nur der Pfeil drüber? Sieht nicht bestraßt aus. Äußerst unbestraßt. Geh mal nach A, Dings, Bumsi, Zeugsi, Bumsi. Dankeschön. Einer benötigt Befehle. Du bleibst dabei. Wir können schon mal in die Richtung aufrücken. 66 ist aber wirklich nicht ohne militärische Stärke. Oh mein Gott. Ja, wir sind zu viele von den Maxeln, finde ich gerade momentan. Wobei mit Ballistik, wie gesagt, das sollte nicht so ein Riesenproblem werden. Einmal drauf geschossen. Wohlgemerkt nicht drauf geschissen. Campus haben wir. Wir haben den Händler abgeschlossen. Nein, wir könnten. Nein, wir müssen ja die Arme. Ich meine, wenn ich nicht weiß, was ich bauen will, sollte ich die Armbrustschützen bauen, damit wir dann die Korpse machen können. Später. Aber das dauert noch ein bisschen, gell? Wie lange brauchen wir noch bis Nationalismus? 5. Ah, nicht so schlimm. 16 Runden, jetzt fein. Was genau tust du hier? Ah, das ist das abgebaut, gell? Right. Uiuiui. Ich hab Schluckkopf auf einmal. Du gehst hier hin. Du bleibst hier stehen. Einheit benötigt Befehle. Du bleibst hier stehen. Du gehst somewhere over there. Du bist nur wieder fuck it. Ich wollte hier Straßen machen. Hier Straßen machen ist einfach nicht einfach, okay? Man hat schwer. Schaut sich die ganzen Pisserinnen da schon wieder herum. Gehst du mal dabei hier hin. You as well. Du gehst nach Pupa Dingsbumsi. Und, wow. Pito-Dingsbumsi, sorry, mein Fehler. Einheit benötigt Befehle. Du gehst hierhin, hierhin und hierhin. Oh, das ist aber ein Nahkampf, das ist eine Karavelle. Geh bitte, haben uns gerade darum gekümmert. Oh oh. Politik ändern. Geben Sie mir dies bitte. Ja, das andere wollte ich ändern. Ah, die Handwerker. Wobei habe ich jetzt nicht gerade gebaut? I don't know. Ich baue immer, aber ich baue nicht wirklich mehr Handwerker gerade. Ich würde nur gerne wissen, ob ich einen baue. Ich baue wirklich nicht wirklich, fuck it. Jetzt fahren jetzt René überall Handwerker rum. Regierungsplatz abgeschlossen, wunderbar. Kannst du da bitte was reinbauen? Eieiei. Thron des Kriegsherrn, ausnahmsweise mal. Andreas hat behauptet, ich würde die ganze Krieg führen. Das stimmt nicht. Es wird mit mir Krieg geführt. Ich sitze nur unschuldig in der Gegend herum. Wir haben eigentlich recht viel Küste, oder? Wir könnten das Aqua-Dingsi-Bumsi machen. Für später. Wo ist denn das Aquakultur? Schau. Dann nehmen wir dich mal. Und hauen dich nach Bogota. Oder? Bogota. Da bist du. Ah, da wäre der Tempel dann Leimann gewesen, gell? Probably. Müsst du tatsächlich hier angreifen? Excuse me? Einmal. Zweimal.
Dreimal. Servus. Oh, die jetzt auch noch geben. Ja, das ist ein ausgewachsener Angriff hier. Der hat schon maturiert und alles. Oder Abitur gemacht. Wenn ich das für meine Zuschauer verständlich ausdrücken möchte. Halt ich mal da rein, weil sonst habe ich das Gefühl, wirst du hier sterben. Also wie vagabunden, so im Mittelalter, wenn man zwischen den Städten rumlaufen musste und dann war die Wildnis noch ganz unsicher. So fühlen sich meine armen Armbrustschützen hier in den bösen Ungarn. Die haben ja auch schon nur Streitereien gemacht, wo wir zusammen im gleichen, in der gleichen Monarchie waren, die Ungarn. Immer nur am Stänkern. Du gehst dahin. Aha, da ist der Pisser. Ich möchte bitte nicht beschossen werden. Gibt es einiges an Häuschen. Hier bitte. Das ist so lächerlich. Stop it. Go away. Amy, wobei mit dem müssen wir eh gleich wieder Krieg führen. Mit dem müssen wir nicht. Aber wir führen eigentlich mit allen Krieg, mit dem wir Krieg führen müssen. Okay, fair enough. Fair enough. Beziehungsweise sie führen alle Krieg mit mir. Wollte ich sagen. Einer für alle. What the fuck? Bin von dem Notfall nicht betroffen. Okay, sure. Let's get on our knees and... Yay! Let's get on our knees, or maybe not. Wir haben die Politik drin. Jetzt wird zuerst einmal fleißig hier. Brand der Erde. Nicht, dass wir sowas Schreckliches jemals tun würden. Nein. Hey. Gut, schon einiges da herangeschissen, nicht? Habe ich wirklich nur 4 Armbrustschützen? Ah, nein. Gut. Und ich bade. Das sind jetzt natürlich, die dauern jetzt ein bisschen länger, die Armbrustschützen. Du bist wirklich zum Kürassier jetzt. Warte mal. Ich muss dich hier dann wirklich wieder herauf. Ich glaube, wir müssen leider dieses Barbarenlager für einen Moment mal. Oh, nice. Barbarenlager sein lassen. Sind bis ein bisschen ballistik gekommen. Ich kann ihn die gerade wieder. Heute ist wieder schlechte Folge. Tut mir leid. Es kommt vor. Kann man leider nicht abstreiten. Einer benötigt Befehle. Du bleibst hier. Ich meine, du musst chillen nochmal, während wir hier belagert werden von allen Seiten. Wie gesagt, die Frage ist, was sich das überhaupt bringt. Habe ich da jetzt schon 5 Handwerker raufgeschickt gefühlt, die das reparieren sollen und alle werden irgendwie gefangen genommen oder so? Impossible. Du willst Pferde und du gibst mir dafür Weihrauch. Ich meine, wieso reden wir nicht gleich großflächigen Handel, ha? Huh? Du kriegst noch die beiden Sachen, dann gibst du mir dafür einen Haufen Gold. Das ist lächerlich, mein Freund. Aha, okay, du bist nicht 2-1 reicht. Ja, es ist fein. Let's do it. Let's do it. Okay, so, jetzt reicht's aber. Jetzt ist nämlich Schluss mit lustig, mein Freund. Hast du gedacht, du kannst die ganze Zeit rumlaufen und deppert dagegen herumstolzieren, aber jetzt ist vorbei. Jetzt wird hier mal endlich aufgeräumt. Dieser bodenlosen Frechheit. Wir machen viel Schaden. Da kommt Freude auf. Okay. So schnell kann es gehen. Und aus die Maus. Wir stellen uns zur Sicherheit neben einem Vulkan. Wobei, den Vulkan habe ich nicht warm benannt. Das heißt, das bedeutet wahrscheinlich, er ist komplett ungefährlich. Und es kann uns überhaupt nichts passieren. Du baust ein... Ich glaube, du baust ein archäologisches Museum, nur damit ich dann die blöden Artefakte loswerden kann, die ich überhaupt nicht haben will. Auf mein Geländefeldern meine ich damit. Du bleibst jetzt hier chillen. Du bleibst hier aber nicht gechillt sitzen. Nein, 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 mein Freund. Du gehst nach Mr. Dingsy Bumsy. Und ich meine, jetzt müsste man dann langsam mal in sowas Ähnliches wie die Offensive gehen. Vielleicht zuerst Mikolsk, wobei ich meine das Lager, können wir von da und von da. Wie viel hast du jetzt gerade noch? Das ist nicht mehr so viel Zeug. Ich meine, das ist ein bisschen gefährlich. Not gonna lie. Warte mal, ich kann dich ja killen, oder? Also muss ich da draufziehen, damit ich dich kill?
Das ist jetzt tot, weil es sieht so aus, als würde es nur zurückteleportiert werden. Aber in den Comments wurde mir gesagt, ich kann sie killen. Ich glaube, es war Sepsis. Reparatur, wunderbar. Meine Kisten sind ungeschützt, Freund, leichte Beute, das ist korrekt, aber schau. Meine Verteidigungsstrategie ist einfach ein so grundaus sympathischer Mensch zu sein, dass mir eh niemand was Böses will. Verheerender Schneesturm. Das gab mein Ritter gekillt. Das wäre nämlich nicht okay. Ich möchte gern mehr Wissenschaft, bitte. Annehmlichkeiten sind überbewertet. Oder ist Gold überbewertet? Gold ist auch überbewertet. Vielleicht sind Annehmlichkeiten nicht überbewertet. Ich meine, oder kriegen wir damit mehr Gold? Wir kriegen damit wahrscheinlich momentan mehr Gold, oder? Aber es sind 16 Gold. Was war das? Plus 4 und mehr haben wir fast nichts. 10 Bevölkerung haben wir auch nicht so oft, glaube ich. Also, probably not. Liberalismus bringt uns einiges an Annehmlichkeiten, actually. Wissenschaftstheorie hat große Fortschritte gemacht. Das freut mich auch außerordentlich. Du gehst hier hin. Du warst der Bibliothek. Sag einmal, wie viel von den Maxeln hast du eigentlich? Doch gerade alle gekillt. Ah, da sind die Pisse auch noch immer noch. Sei es im. Nicht. Ich möchte jetzt nicht überdramatisieren. Ist nicht super. Super kacke. Es hat so. Nicht den da. Es hat so ein bisschen was Bekacktes. Wassermühle. Also, dass die da oben stehen, meine ich damit. Markt reparieren, bitte. Du bleibst hier stehen. Ja, du musst eigentlich natürlich auch noch unseren lieben Freunden die Gesellschaft leisten, damit sie ein bisschen mehr stärker. Ich meine, ich will jetzt nicht einfach auf die schießen gehen, weil es wird unangenehm für dich. Von dem her lassen wir das dabei. Brauche ich die Korps auch noch 10 Runden? Was brauche ich denn dafür? Erklärt Krieg mit einem Casus Bay. Da sieht man wieder, dass ich überhaupt niemanden den Krieg erklärt habe. Dass ich noch nicht einmal diesen Eureka-Bonus ausgelöst habe. Soll ich ihm den Krieg erklären? Ah ja, militärischer Notfall ist auch schon wieder vorbei. Ja, ja, schöner militärischer Notfall hattet ihr da. Hey, wir kommen in ein goldenes Zeitalter. That's beautiful. I dig. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach belagern. Warum ist das schon ein depperter Vulkan? Da werde ich nervös. Ich glaube, du musst von der anderen Seite gehen. Depperte Lager. Du bleibst dabei hier stehen. Und dann nächste Runde schauen wir mal, was da eigentlich so abgeht. Du hast deine Arena abgeschlossen. Gratulation. Als Belohnung darfst du sogar ein bisschen Essen haben. Du könntest dein Handwerker bauen. Ja, da ist schon viel Zeug, das man irgendwie behandwerken könnte, nicht? Das ist jetzt nicht wahnsinnig politikeffizient. Könnte man behaupten. Ich meine, wie lange brauchst du eigentlich, bis du da oben bist? Wenn du denkst, naja, okay, na, es geht schon recht fix, ist er da oben. Du kriegst Doppelschuss eigentlich. Ey, wer wird noch so befördert? Du wirst befördert. Halt das. Okay. Wir gehen einmal hier rüber. Und klicken wir auf nächste Runde. In froher Hoffnung. Ach, jetzt will er Frieden auf einmal. Jetzt kommen sie alle angekrochen. Jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich Fake-Kanonen. Gibt's keinen Frieden mehr. Frieden ist aus. Ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen um dich, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß, ich gebe gerade große Töne vor mir, aber das ist nur, um sie einzuschüchtern. Du musst ein bisschen auf dich aufpassen hier. Da hockt eh ein Pisser drin. One-shotet mich das? No fucking way. Right? No. Wir können nicht dahin. Das ist Kacke. Kacke! Du musst mal hier hin. Du musst mal hier rüber. Ist alles gefährlich. Ist alles gefährlich. Du gehst hier hin. Produktion Whalen. Wir können das Taj Mahal mal irgendwo bauen.
Meh. Bibliothek. Und da bauen wir es schon gar nicht. Ey, ich würde irgendwie gerne mal einen Handwerker bauen. Hier habe ich das Gefühl. Oder einen Händler. Na, bauen wir einen Handwerker. Haben wir in 8 Runden, ha? Gut, in 8 Runden ist der, aber der andere Handwerker ist in 8 Runden schon fertig, gell? Ist alles ein wenig ineffizient, which is fine. Du gehst hier hin. Und dann kriegen wir ja einen neuen Kürassier auch. Just gonna be great. Du bleibst hier, du... Achso, ich dachte kurz, du hast die Kanone. Du bist aber gar nicht die Kanone. Wir können uns nochmal Tee holen, was relativ wurscht ist. Sonst kommst du jetzt einfach da unten ein paar Dingsies bauen. So Angst gehabt gerade. Jeden Tag bete ich für eure Seele, dass ihr zur Weisheit des Herrn findet. Ja, wenn du schon da groß deine fucking Fresse offen hast, bezüglich dem Herrn und so, by the way, sexistisch, dann solltest du vielleicht doch selber fucking Religionspunkte machen, du Häusel. Und die fucking Amy hier nicht einmal so davonlaufen lassen. Hä? Ja, genau. Es kommt nichts mehr. Immer Schmähstart auf einmal. Du gehst hier hin. Einmal. Zweimal. Dann gehst du hier hin. Du gehst hier hin. Du stirbst bitte nicht. Das ist your job. Hey, nicht mit mir telefonieren, wenn ich gerade aufnehme, bitte. Leute, wir haben das schon geklärt. Wie sollt ihr wissen, wann ich aufnehme? Keine Ahnung. Versucht es mit Telepathie oder so. Einmal, zweimal, dreimal. Da ist aber irgendwo noch so ein Häusel. Und mit so einem Häusel meine ich natürlich wie immer einen bösartigen ungarischen Husar. Wobei das Adjektiv bösartig selbstverständlich überflüssig war, weil wenn es ein ungarischer Husar ist, ist eh schon klar, dass es bösartig ist. Aber ich wollte es nur noch mal betonen. So fällt mir auf einmal das Wort betonen nicht ein. Mein Gehirn ist komisch. Geheimdienst. Bau einen. Kann nicht schaden. Händler. Außer man ist ein Land in Südamerika oder im Mittleren Osten oder eigentlich irgendwo. Universität, Gouverneurstitel. Befördern. Die Katze will jetzt mittlerweile auch mitreden. Das geht alles den Bach runter. Candy Fig Gamer. Dann können wir noch mehr Handwerker bauen. Während ich die Handwerkspolitik nicht drin habe. Das ist halt. Wieso verstehen wir das nicht einfach alle als Challenge? Dann wäre das jetzt nicht mal ein Nicht, dann mache ich nie Nicht-Challenge-Runs. Die Challenge bin ich. Das ist die Challenge. It's perfect. Gewinne Civilization 6 Gathering Storm of Gottheit Challenge, sei Gummibaum. Wieso ist mir das nicht früher eingefallen? It's perfect. Nächste Runde. Einheit benötigt Befehle. Mhm. Bleib hier bitte. Au! Schweinerei, dreckige, bösartige! War das ein Siebener? Das war ein Siebener. Wow! Wow! Du Monster! Du bösartiges Ausgeburt. Bösartige, sorry, falscher. Bösartige Ausgeburt der Hölle. Kann ich bitte. Hallo? Kann ich auf Zeug klicken? I'm so mad right now. Du baust eine fucking... Who cares? Peter ist gestorben. Du gehst hier hin, schießt drauf. Einmal, zweimal. So, so. Wisst ihr was, wir reißen die blöde Stadt ab. Was für ein Haufen Pisser. Da habe ich gerade gesagt, dass ungarische Husaren sowieso immer fucking böse sind. Oder habe ich polnische gesagt? Das wäre ein Fehler. Und dann das. What a bunch of dicks. Wurscht. Wurscht. Excuse me, was soll das schon immer? Ist ein bisschen, you know, personal space und so. Schon mal davon gehört. Du gehst hier hin. Nächste Runde. Wenn jetzt noch so ein depperter Husar kommt. Sag einmal, hörst du jetzt auf? Stop it! Wie viele Husaren hat das
Du hast 40 militärische Stärke. Are you fucking shitting me? Du hast 40 fucking militärische Fuckstärke mit einem blöden fucking Husar? Motherfuckers. Einmal, zwei, also zweimal. Okay, vielleicht kriegen wir da wenigstens eine blöde Befährdung. Stirb endlich. Ein Siebener. Ich bin Siebener verloren. Wenigstens fällt die Stabball nochmal. That's something. Außerdem ist das Video vorbei. Ich hoffe, wenn mir das Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war. Lasst doch ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.